Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das Lieferkettengesetz ist beschlossene Sache und nun liegt es an uns, Startups, Lösungsanbietern, dafür zu sorgen, dass es eben nicht zum Klotz am Bein der deutschen Wirtschaft wird, sondern zum langfristigen Wettbewerbsvorteil. Und daher auch der Titel meines Vortrags heute: mit künstlicher Intelligenz zur effizienten und proaktiven Lieferkettengesetz-Compliance. Das deutsche Lieferkettengesetz ist bei weitem nicht das einzige oder das erste Gesetz in diesem Bereich. Und diese Flut an Initiativen und Gesetze, die hat vor allem zwei Gründe. Das ist einerseits das Konsumentenbewusstsein. Konsumenten sind heute bewusster denn je zuvor über die Nachhaltigkeit der Produkte und auch die dahinterstehende Lieferkette, die sie selbst beziehen. 75% der Deutschen unterstützen das Lieferkettengesetz. Und auf der anderen Seite ist es die Globalisierung, die die Lieferketten intransparenter, komplexer und globaler als jemals zuvor gemacht hat. Und demgegenüber steht die Ausgangssituation bei den meisten Unternehmen, die heute noch immer rein statische Methoden im Risikomanagement in der Lieferkette einsetzen. Was meine ich damit? Code of Conducts, Lieferanten-Selbstauskünfte, selbst On-Site-Audits sind immer nur Momentaufnahmen. Und sie beantworten eben nicht die Frage, was passiert denn wirklich in meiner Lieferkette jetzt und laufend? Und hier geht es eben um Themen wie Streiks, um Industrieunfälle, um Umweltverschmutzung, Korruption oder im schlimmsten Fall Kinderarbeit. Und diese Themen nicht am Schirm, am Radar zu haben, kann ernsthafte Konsequenzen haben. Kann zu Produktionsausfällen führen, kann zu Reputationsschäden führen und eben zu den 2% des Jahresumsatzes im Kontext des Lieferkettengesetzes. Bei Prewave haben wir uns seit 2012 von der TU Wien kommend mit der Frage beschäftigt, wie kann man nun diese Risiken in globalen Lieferketten transparent machen. Und der Durchbruch für uns kam, als wir realisiert haben, ja, die Daten, die sind verfügbar. Denn die große Mehrheit dieser Verstöße und Probleme in Lieferketten, die sind in öffentlich verfügbaren Informationen repräsentiert. Aber eben in lokalen Medien, in der lokalen Landessprache. Und genau da setzt Prewave an. Denn wir haben in über 8 Jahren eine Technologie, eine künstliche Intelligenz entwickelt, mit der wir eben genau jene öffentlich verfügbaren Informationen in der lokalen Landessprache analysieren, um auf dieser Basis Transparenz über kritische Vorfälle in Ihren Lieferketten zu schaffen. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Am 17. November kam es zur Insolvenz eines chinesischen Lieferanten einer unserer Kunden. Am 14. September, also mehr als 2 Monate im Voraus, haben wir die erste Risikowarnung an unseren Kunden übermittelt. Die Bankkonten dieses chinesischen Lieferanten wurden von einer Regulierungsbehörde eingefroren. Ein paar Tage später beschweren sich die Mitarbeiter dieses chinesischen Lieferanten, dass seit Wochen die Löhne nicht bezahlt wurden. Und das im Weibo, dem chinesischen Twitter-Äquivalent. Am 17. November kommt es dann zur Insolvenz dieses Lieferanten, in diesem Fall aber eben nicht mehr überraschend für unseren Kunden. Wir decken bei Prewave das gesamte Spektrum der Risiken in Lieferketten ab, von Versorgungsrisiken, aber eben auch die im Kontext des Lieferkettengesetzes im Fokus stehenden ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken. Seit 2019 wird Prewave bei der Volkswagen-Gruppe eingesetzt, um bei mehreren tausenden direkten Tier-1-Lieferanten, aber auch bei mehreren tausend Tier-N-Lieferanten ein Monitoring umzusetzen. Wir machen dabei auch ein gezieltes Mapping, eine Durchdringung der Lieferkette in 16 kritischen Rohmaterialien. Kobalt, Leder, Naturkautschuk, Aluminium und so weiter. Auf Basis von öffentlichen Informationen, aber auch gemeinsam mit Partnern und unseren Kunden wie Yanfeng Automotive. Diese Lieferkette wird dann einem Monitoring unterzogen, wobei Meldungen entstehen, die dann einem strikten Priorisierungsmodell unterlegt werden, sodass wir es erzielt haben, bei Volkswagen im Schnitt pro Woche 5 kritische Meldungen in die Fallbearbeitung zu geben. Also eben alles andere als eine Überflutung, sondern ein ganz zielgerichtetes Management von kritischen Vorfällen in der Lieferkette. Im Zuge dessen gab es auch ein Benchmarking, wo man die Daten, die Prewave erkannt hat, verglichen hat mit jenen Informationen, die man aus bestehenden Kanälen, wie zum Beispiel Beschwerdemechanismen, bekommen hat. Dabei konnten wir 95% dieser
Vorfälle, die man aus bestehenden Quellen hatte, auch identifizieren. 50% davon aber teils mehrere Monate im Voraus, weil wir eben in der lokalen Quelle, in der lokalen Landessprache suchen. Zum Lieferkettengesetz. Dieses schreibt ja 9 Sorgfaltspflichten vor, von denen wir alle mit unserem Tool abdecken. Die schwierigsten aber, die komplexeste Anforderung ist Paragraph 5, der Durchführung einer mindestens einmal jährlichen Risikoanalyse über die gesamte Tier 1 Lieferantenbasis. Und von dieser Risikoanalyse leite ich dann meine Folgemaßnahmen ab. Hier gibt es bestehende Ansätze, die aber Unzulänglichkeiten haben. Eine rein statistische Auswertung auf Basis von Industrie- und Länderrisiko. Ein chinesischer Lieferant in der Chemieindustrie hat ein höheres Risiko wie ein mitteldeutscher Schraubenlieferant. Ist in einem zu geringen Detailgrad, um fürs Lieferkettengesetz zulänglich zu sein. Eine Lieferanten-Selbstauskunft hat den Nachteil, dass sie einen sehr hohen Betreuungsaufwand sowohl beim Lieferanten als auch bei Ihnen im Unternehmen erzeugt. Und das ist das Wichtige, Sie haben keine garantierte Durchlaufzeit. Sie wissen nicht, ob Ihnen Ihre 5.000, 10.000 Lieferanten diese Auskünfte innerhalb eines Jahres alle ausfüllen. Deswegen drehen wir bei Prewave den Spieß um. Denn wir nutzen künstliche Intelligenz, um in erster Linie mal alle Ihre Lieferanten abzubilden. Das kann ein einfacher Excel-Upload sein. Diese Lieferanten werden dann einem Screening unterzogen, auf Basis dessen wir kritische Verstöße identifizieren. Diese werden in einem 360-Grad-Scoring überführt, um so automatisiert in garantierter Durchlaufzeit eine Klassifizierung Ihrer Lieferanten in Niedrig-, Mittel- und Hochrisiko zu ermöglichen. Und davon leiten Sie dann die Maßnahmen ab, die Risikoanalyse ist abgeschlossen und Ihnen bleiben die Vorteile eines hohen Detailgrades, einer garantierten Durchlaufzeit und eines geringen... An der Stelle leider unterbrechen. Besuchen Sie uns am Stand. Vielen Dank. Spannender Vortrag, vielen Dank. Harald Litzinger von Prewave.